Willkommen bei der 32. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und eigentlich will ich gar nicht so viel erzählen, weil jetzt war lange genug Pause und deswegen freue ich mich jetzt endlich auch als ersten Gast nach der Pause Hendrik im Podcast begrüßen zu dürfen. Und es war ein super geiles Gespräch, viel über Fotografie, aber auch über Reisen und natürlich die Berge. Und das war es jetzt auch schon. Viel Spaß mit dem Interview. Den meisten ist mein heutiger Gast bekannt vom Trailblog, doch inzwischen hat er sich eher auf Instagram zurückgezogen, frisch verheiratet, Bulli gekauft und so oft wie es geht in den Bergen unterwegs. Und dabei nimmt er seine Follower bei wundervollen Bildern mit auf Tour. Gerade aus dem Urlaub, oder gerade vom Urlaub aus Slowenien zurück und endlich hier. Willkommen im Vitamin Berge Podcast, Hendrik Auvenkolk. Hallo! Ja, hey Robert, danke für die Einladung. Sehr gerne. Es hat ja ein bisschen mit uns gedauert. Entweder das hat bei mir nicht geklappt oder bei dir und du warst auch viel unterwegs. Umso mehr freue ich mich, dass es endlich geklappt hat. Und ja, erzähl doch mal, wer dich vielleicht noch nicht kennt, wer du bist und was du so machst. Ja, Hendrik, hast du ja schon gesagt, das ist mein Name. Ich bin 34, wohne in München mit meiner inzwischen Frau. Und ja, bin leidenschaftlich gern in den Bergen unterwegs, als Trailrunner, mittlerweile eben auch durchaus mal in anderen Formen der Fortbewegung, fotografiere sehr gerne und ja, habe einige Zeit lang das Trailblog geschrieben, da so ein bisschen die Trailrunning-Szene medial begleitet, wenn man so will. Und ja, inzwischen, du hast es ja schon angesprochen, konzentriere ich mich schon tatsächlich mehr aufs Fotografieren und ja, verbinde das ganz gerne. Also dieses Draußensein, das Laufen in den Bergen, das Fortbewegen allgemein in den Bergen, mit dem Fotografieren. Du hast ja vorher, also jetzt wohnt ihr in München, vorher hast du in Frankfurt gewohnt. Bist du gebürtiger Frankfurter oder? Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich war ich, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Jahre in Frankfurt. Komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, also bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann in Münster im schönen Westfalen studiert und bin eigentlich nur fürs Referendariat dann nach Frankfurt gezogen. Und da hat es mir ganz gut gefallen, aber mir war eigentlich schon irgendwie relativ schnell klar, dass das nicht so meine Heimat für auf Dauer sein soll. Und ja, dann hat sich eigentlich nach dem Referendariat dann die Möglichkeit ergeben, dass Lea auch gesagt hat, sie würde eigentlich auch gerne noch mehr an die Berge ran und ich eben auch dann die Möglichkeit hatte, mir irgendwie was Neues zu suchen. Und ja, so haben wir halt gesagt, dann suchen wir uns irgendwie was möglichst in der Nähe der Alpen und klar, jobtechnisch sind dann natürlich die großen Städte irgendwie interessant oder primär natürlich München. Und so sind wir dann im April 2016 in München gelandet. Genau. Ja. Also auch schon wieder, ja, über 2 Jahre her. Zeit geht echt schnell rum, ja. Ja, Und genau. seitdem bereut oder also vermisst du Münster, Frankfurt und Co? Also Frankfurt vermisse ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Taunus ist zwar auch schön und Frankfurt an sich ist eigentlich auch eine coole Stadt, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Großstadtmensch. Also wir wohnen jetzt hier in München auch nicht in der Stadt, sondern im Kreis München, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Eigentlich relativ dörflich, wenn man so will. Und das gefällt mir und ja, gefällt uns super gut. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir noch näher Richtung Berge oder noch weiter raus aus der Stadt ziehen. Und nee, also überhaupt nicht bereut. Klar, einfach weil man die Berge hier vor der Tür hat und ja, die Möglichkeit, irgendwie morgens ins Büro zu fahren, dann vielleicht ein bisschen eher Feierabend zu machen und abends noch irgendwie auf Trails irgendwo im Karwendel zu laufen, das ist schon cool, ja. Oder auch am Wochenende einfach morgens in die Berge zu fahren und zum Kaffee und Kuchen wieder daheim zu sein, ist halt auch Vielen Dank. cool.
cool. Ja, also die Nähe zu den Bergen ist schon das, was uns hierher gezogen hat, jetzt nicht unbedingt die Stadt München. Wobei ich schon auch sagen muss, dass München auch echt viel zu bieten hat, ja. Also von der als Stadt, als was das kulturelle Angebot angeht. Wobei ehrlicherweise, also so viel von München haben wir noch gar nicht gesehen, weil wenn wir dann irgendwie am Wochenende unterwegs sind, dann schon meist Richtung Berge und nicht Richtung Stadt. Also insofern kann ich über München gar nicht so viel sagen, außer dass es uns echt gut gefällt. Ja. Bevor wir dann mal zu den Lieblingsspots kommen, erstmal noch Ruhrgebiet, Münster, also die Berge oder die Bergliebe vielleicht ist ja jetzt nicht unbedingt in deine Wiege gelegt worden, vermute Nee, ich. überhaupt nicht. Wie ist das entstanden? Also ist das durch Urlaube oder? Nee, also eigentlich gar nicht. Ich bin tatsächlich, glaube ich, mit 29 das erste Mal in den Bergen gewesen. Also als Kind gar nicht. Urlaub war eigentlich immer am Meer mit den Eltern. Und ja, also ich habe dann in Münster eigentlich einen klassischen Straßenlauf gemacht, von 5 Kilometer bis zum Marathon, eigentlich alles durch. Und dann irgendwie, ich glaube, tatsächlich das erste Mal mit dem Thema Trailrunning in Berührung gekommen bin ich über diese Trailrun World Masters damals von Plan B in Dortmund. Die haben ja in Dortmund stattgefunden. Ich glaube, wann war das? 2011 oder 12 oder so. Also schon. 12, da habe ich auch angefangen in dem Jahr. Also da bin ich irgendwie das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen, habe auch das Disclaimer-Magazin von Dennis irgendwie im Internet gefunden, dann, wenn man mal gegoogelt hat. Und ja, das hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Event damals. Ich bin in Dortmund aufgewachsen, insofern kann ich die Gegend da ganz gut oder die Strecken, auf denen dann da gelaufen wurde. Und ja, mir hat es einfach Spaß gemacht und auch so diese Abwechslung, die man auf den Trails eben einfach hat. Wenn man so das klassische Marathontraining gewohnt ist, was ja doch sehr durchstrukturiert ist und sehr ja, einfach durch Wiederholung geprägt ist. Dann war das für mich einfach eine coole Abwechslung. Und ja, dann habe ich sozusagen da die Luft geschnuppert und die Bergluft geschnuppert. Und dann hat sich über Brooks damals die Möglichkeit gegeben, beim Transalpin 2013 zu starten, gemeinsam mit dem Markus damals. Und ja, dann kam ich irgendwie nicht drum rum, mir auch mal die Berge aus der Nähe anzuschauen vor dem Transalpin Run. Also ehrlich gesagt, vielleicht auch ein bisschen naiv damals zu sagen, okay, Trailrunning taugt mir, ich möchte gleich mal den Transalpin laufen. Aber gut, die Möglichkeit war eben da und dann, ich war ja im Prinzip auch fit, nur eben völlig bergunerfahren und habe versucht, in möglichst kurzer Zeit irgendwie nachzuholen, war dann ja 2013, also Anfang 2013, dann öfter dann auch mal in den Bergen zum Trainieren und ja, genau, dann sind wir tatsächlich den Transalpin gelaufen. Das hat auch wunderbar geklappt und hat mich eigentlich nur darin bestätigt, dass das irgendwie mein Ding ist. Und jetzt unabhängig vom Trailrunning, von dem sportlichen Aspekt, ja, habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich wahnsinnig wohl in den Bergen und bin einfach gerne da, selbst wenn ich nicht irgendwie an einem Event teilnehme. Ja, und so hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt, beziehungsweise ich bin halt auch geografisch eigentlich immer näher an die Berge rangerückt. Also von Münster nach Frankfurt, da hat man ja zumindest mal den Taunus in der Nähe und war auch schon ein bisschen näher an den Alpen. Die Anfahrt war nicht mehr ganz so lang. Genau, da sind wir jetzt vor 2,5 Jahren inzwischen fast dann noch weiter hergezogen, sozusagen. Aber dann hast du ja wirklich eine richtig steile Kurve hingelegt, wenn du quasi so Straßenlauf Transalpine 2014 haben wir uns dann kennengelernt in Tromsø. Obwohl, nee, wir Stimmt, kannten uns, genau, glaube ich, hat man uns das erste Mal gesehen? Ich glaube schon. Und das war ja völlig irre, was dort quasi als Lauf hingezaubert wurde. genau, also damals bei dem Tromsø Sky Race vom Ja. Kindern, das war damals, glaube ich, auch die erste Austragung. Also wir konnten noch nicht irgendwie vorher im Internet lesen, was uns denn da Wie erwartet. bescheuert das also Scheuer eigentlich ist. sein muss, ja, genau. Ja, aber so im Nachhinein, also habe ich eigentlich all die Dinge gemacht, die man oder von denen man irgendwie abraten würde. Ja, also gleich im ersten Jahr meinen Transalpine laufen und dann irgendwie, ja, also ja, Mont Blanc Marathon zwischendurch noch gelaufen, einfach viele Sachen gemacht, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt im ersten Jahr machen sollte. Und damals dann halt auch das Tromsø Sky Race, was eine super coole Geschichte war. Ich glaube, das vergisst keiner von uns so schnell, dass die Zeit da und auch so dieses
Ja, einfach, das ist, man hat halt auch gespürt, das ist eben noch kein Event, was irgendwie durch eine professionelle Eventagentur gemanagt wird, sondern einfach von ein paar begeisterten Leuten auf die Beine gestellt wird. Und also diesen Pioniergeist, das war schon cool. Aber ja, also ich glaube, wir waren alle ein bisschen überfordert da. Also sowohl von dem Event an sich als auch von der Strecke. Und ja, also im Nachhinein weiß ich nicht. Würde ich allen davon abraten, es so zu machen. Andererseits würde ich es auch nicht missen wollen. Also ist ja alles gut ausgegangen. Und bis auf Tromso bin ich bisher auch noch bei eigentlich jedem Rennen ins Ziel gekommen. Ich glaube, das war und ist das einzige Rennen, was ich nicht gefinisht habe. Also ist noch was offen. Da ist eigentlich noch was offen, ja, genau. Und Norwegen ist unabhängig von dem Rennen einfach ein geniales Land. Wir waren jetzt letztes Jahr auch noch mal da für längere Zeit und also würde ich auch jederzeit noch mal hinfahren, einfach weil es Auf jeden Fall. wahnsinnig beeindruckend ist von der Landschaft. Wie hältst du dich denn fit, wenn du sagst, du arbeitest jetzt quasi wieder ein bisschen mehr oder anders? Läufst du mehr, machst du zu Hause was? Ich sehe da links hinten so eine Schaumstoffmatte für Das die. Zelt, ja, das ist, ehrlicherweise wird das von mir eher seltener benutzt, da Galilea drauf. Ja, also ist schon so, seitdem quasi ich im Berufsleben voll drin bin, mache ich unter der Woche deutlich weniger als zu der Zeit, als ich noch Student war oder im Referendar. Insofern fokussiert sich jetzt inzwischen schon tatsächlich mehr dann auf die Wochenenden. Also unter der Woche gehe ich auch mal eine Runde durch den Stadtwald hier laufen, aber ist halt nichts Großes mehr und ich trainiere auch nicht mehr nach Trainingsplan oder wirklich ambitioniert. Also da hat sich schon einiges verändert oder verschoben von den Prioritäten einfach. Das ist schon so. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich vermisse da gerade aktuell eigentlich gar nichts. Also ja, es ist halt auch immer so ein bisschen die Disziplin, die man dann braucht, um dann unter der Woche halt entweder vor oder nach der Arbeit dann nochmal eine richtige Trainingseinheit einzulegen. Und insofern ist es unter der Woche halt wirklich wenig gerade und dafür am Wochenende dann halt mehr beziehungsweise länger. Also wir sind dann halt wirklich mal eine lange Touren in den Bergen und die wir auch dann weniger als Trainingseinheit sehen, sondern nehmen uns halt irgendeine Tour vor, und dann ist es auch egal, wie lange die dauert, oder wie lange wir dann unterwegs sind, aber meist sind wir dann halt den Tag über unterwegs und empfinden es dann aber auch nicht als Training, sondern ja, einfach als Zeit, die man draußen in den Bergen verbringt. Und also ich muss auch sagen, momentan habe ich halt auch überhaupt keine Ambition, irgendwie bei irgendwelchen Rennen am Start zu stehen. Das, klar, hat natürlich sozusagen den negativen Effekt, dass man vielleicht unter der Woche auch nicht so sehr darauf schaut, dass man irgendwie trainiert und diszipliniert irgendwie auf ein Ziel fokussiert irgendwie hinarbeitet. Hat aber natürlich auch den positiven Effekt, dass man irgendwie ja, ganz anders an die Dinge rangeht und viel entspannter irgendwie unterwegs ist. Also wir laufen jetzt halt das oder machen jetzt halt das, worauf wir Lust haben und was einfach schöne Tourenziele sind und nicht das, was ich vielleicht irgendwie trainingstechnisch anbieten würde, weil man da viele Höhenmeter machen kann oder weil es besonders gut erreichbar ist oder was auch immer. Also da haben sich definitiv die Prioritäten verschoben. Bei mir oder auch, aber auch bei der Lea, die ja eigentlich noch viel, viel mehr leistungssportmäßig unterwegs war als ich. Also insofern, ja, genießen war ich, dass wir da jetzt irgendwie nicht auf irgendein Ziel hin trainieren, sondern einfach so, ja, eigentlich die Alpen noch entdecken. Wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange hier. Wir kennen jetzt noch nicht jeden Gipfel bei uns in der Gegend oder auch erst recht nicht in den Alpen insgesamt. Insofern können wir eigentlich momentan noch fast jedes Mal irgendwie eine neue Tour machen, die wir noch nicht kennen. Und das ist natürlich auch schön. Ja. Und ist das dann eher Laufen, Wandern, Klettersteig? Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich mal das eine Foto gesehen habe, wo es so quasi Trailrunning zum Klettersteig und dann quasi darüber und dann wieder zurücklaufen. Ja, also das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel für das, was wir momentan eigentlich so primär machen. Also so eine Mischung eben aus Wandern, aus Laufen, aus auch technischen Touren, Klettersteigen. Klar, also wir sind noch keine Alpinisten und was so Kletterschwierigkeiten angeht, sicherlich ganz unten auf der Skala. Also eigentlich noch absolute Anfänger, aber dieses Verbinden so zwischen Trailrunning und zum Beispiel einem Klettersteig oder mal einer etwas ausgesetzteren Tour,
Das ist eigentlich das, was uns gerade irgendwie am meisten Spaß macht. Ja. Also das versuchen wir auch irgendwie bei den Touren, die wir dann raussuchen, irgendwie auch sozusagen ja nicht zu fokussieren oder zu fördern, aber dass wir schon einfach schauen, dass wir Touren finden, die jetzt nicht nur aus 20 Kilometer laufen schnell. Ne? Also Findet diese ihr auch? Abwechslung, bitte? Sorry, nee, sorry. Nee, also die, ich wollte sagen, die Abwechslung, die man dann eben hat, wenn man ja zum Beispiel einen Klettersteig mit einbaut, ja, oder auch auf Touren unterwegs ist, wo man einfach nicht alles laufen kann, weil es zu steil oder zu technisch ist. Die finde ich eigentlich ganz angenehm. Das führt halt auch nochmal dazu, dass man irgendwie entspannter unterwegs ist, weil also auf die Zeit zu schauen oder dass man da irgendwie meint, man müsste jetzt x Höhenmeter machen, damit es eine gute Trainingseinheit war oder so, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Und wie findet ihr diese Touren? Also guckt ihr da auf die bekannten Portale, auf Blogs oder... Ja, also zum einen natürlich sicherlich das, was man irgendwie im Freundeskreis halt mitbekommt, wenn ein Bekannter sagt, hey, ich war hier, das ist eine coole Tour, macht das doch auch mal oder wir nehmen euch mit oder so, ja. Aber viel tatsächlich auch, dass man einfach selber recherchiert im Netz. Outdoor Active zum Beispiel schaue ich oft dann oder plane dann die Touren oft im Outdoor Active oder im Basecamp. Oder dass man ja auf Instagram Dinge sieht, wo irgendwer irgendeine Tour gemacht hat und man dann merkt, hey, das ist ja gar nicht so weit weg von uns, die könnten wir ja eigentlich auch mal machen. Ja. Und klar, dann gibt es natürlich so Klassiker, wo man denkt, das muss man einfach mal gemacht haben irgendwie. Also weiß nicht, Watzmann oder so, wo man sagt, okay, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nur eine Möglichkeit gibt oder nur eine Möglichkeit, die wir nutzen, sondern eher eine Mischung aus vielen. Also klar, auch so Zeitschriften, die man in die Hände bekommt und irgendwelche Tourenbeschreibungen drin liest. Ja, und dann bastelt man sich ja am Ende dann doch immer noch irgendwie so eine eigene Version dann daraus zusammen, indem man irgendwie vielleicht die Runde ein bisschen kürzer oder länger macht oder den Zustieg ändert oder nochmal eine Schwierigkeit mehr oder weniger einbaut. Also irgendwie ist es am Ende ja doch immer mehr oder weniger individuelle Tour, die man dann macht. Das ist ja spannend, das mit dem Instagram, weil das habe ich auch, dass du irgendwo ein Foto siehst von irgendwo, wo jemand Ja. lang wandert, rennt oder was auch immer, und dann denkst du so, würde ich auch gerne mal machen. Ja, Also. also da muss ich sagen, diese Funktion, dass man da einzelne Posts ja auch speichern kann, dann, das nutze ich schon ab und an. Also viele taggen ja auch den Ort, an dem sie das Bild dann gemacht haben. Und also das, klar, ist schon auch Möglichkeit, irgendwie sich inspirieren zu lassen. Ja. Klar, Instagram ist nicht unbedingt immer die Realität, aber es ist eine Möglichkeit von vielen zur Inspiration. Ja. Genauso wie ja, wenn man halt in die Alpine oder in die Bergwelten schaut und irgendwie eine Tour beschrieben sieht, wo man denkt, hey, das klingt interessant oder da ist eine schöne Hütte oder das ist ein Gipfel oder ein Grat, der mich irgendwie reizt. Ja, klar. Also bei manchen Dingen ist es auch einfach, dass ich irgendwie ein Bild sehe und sage, hey, das finde ich einfach, der Grat schaut cool aus, da will ich mal hin und vielleicht auch selber mal fotografieren oder so. Ja. Was war jetzt so von Frankfurt, von München aus so der empfehlenswerteste Trip für Großstädter? Schnell aus der Stadt raus und nochmal auf den Berg hoch. Wo würdest du da sagen, was lohnt sich da auf jeden Fall? Ja, also klar, also die Münchner Hausberge, Herzogstand, Heimgarten, irgendwie Klassiker kennt jeder und hat auch einen Grund, warum es ein Klassiker ist, weil es natürlich echt super schön ist und schnell zu erreichen ist. Wir sind sehr gerne im Karwendel unterwegs. Das gefällt uns einfach, dass da ja noch nicht, zum Glück nicht so sehr erschlossen ist. Also gibt es ja kaum irgendwie Bergbahnen oder große Straßen. Hat natürlich den Nachteil, dass man oft einen relativ langen sozusagen Zustieg oder Einstieg zum Berg dann hat. Aber dafür ist man da eben tatsächlich noch ein bisschen mehr unter sich und nicht so im großen Trubel. Ja, also würde schon sagen, das Karwendel ist das Gebirge, was relativ nah bei uns liegt oder nicht weit weg von uns entfernt ist und wo wir am liebsten unterwegs sind eigentlich. Kann Ja, man sagen, das ist so euer Lieblingsplatz in den Bergen oder gibt es noch andere, wo du sagst, das ist nee, eher total. Ich Favorit? meine, klar, so
Bereiche wie die Dolomiten oder so sind wahnsinnig beeindruckend und da sind wir natürlich auch super gerne. Slowenien jetzt gerade war genial, kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jedes Wochenende da sind, dafür ist dann die Distanz dann doch einfach zu groß und da kennen wir uns jetzt auch noch nicht so wahnsinnig gut aus. Aber im Karmel haben wir jetzt doch schon einiges gemacht und vieles auch mehrfach gemacht. Und da würde ich schon sagen, dass wir uns da inzwischen ganz gut auskennen. Und da fühlen wir uns aber wohl, weil es eben tatsächlich noch so ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger erschlossen ist. Und man trifft da primär einfach auch Leute, die ja, sich sozusagen aus eigener Kraft fortbewegen, also die als Läufer oder als Kletterer oder als Mountainbiker unterwegs sind und nicht mit der Bergbahn sich irgendwo hochkutschieren lassen, um nur ein Gipfelbier zu trinken. Und wie war Slowenien? War das anders als jetzt Österreich meinetwegen oder die Schweiz? Bis auf den Preis. Schon, ja. Also ich würde schon sagen, ja. Also nochmal weniger erschlossen. Also in der Hinsicht vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Skavendel oder wie vielleicht andere Gebiete, die irgendwie einfach nicht so im Fokus des Wintertourismus auch liegen. Ja. Also Bergbahnen werden ja oder sind ja primär immer in der Vergangenheit auch gebaut worden, irgendwie einen Skizirkus zu ermöglichen. Und das gibt es einfach in Slowenien relativ wenig. Ja, auch insgesamt einfach, man hat schon das Gefühl, es ist alles noch etwas wilder und ursprünglicher. Die Wanderwege sind oft einfach nicht 2, 3 Meter breit wie bei uns, sondern wirklich schmale Trails, gut markiert, also man findet sich gut zurecht, aber eben noch etwas weniger, sag ich mal, ausgewalzt und plattgetreten. Und klar, es gibt so auch so Hotspots, wo sich die Touristen dann sammeln, und wie bei uns eben. Die Zugspitze ist da in Slowenien der höchste Berg, der Triglav natürlich auch irgendwie ein Ziel, wo jeder hin will. Und ich glaube, bei den Slowenen ist es auch so ein Ding, die wollen einfach mal, oder jeder Slowene will in seinem Leben mal auf dem Triglav gestanden haben. Das ist ja auch Teil von der slowenischen Flagge. Also das ist schon auch so ein Nationalstolz-Ding, glaube ich. Okay. Und wir haben ehrlicherweise auch den Fehler gemacht, wir sind genau am Feiertag auf den Triglav gegangen. Also der 15. August ist nicht nur in Bayern Feiertag, was wir wussten, sondern auch in Slowenien, was wir nicht wussten. Und insofern war es wahrscheinlich noch ein bisschen voller, als es vielleicht an anderen Tagen gewesen wäre. Also da hat sich's geballt, aber ansonsten war es irgendwie gefühlt deutlich entspannter, als wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, in Innsbruck und Umgebung unterwegs ist oder in Zermatt und Umgebung oder so, ja, wo es einfach voll ist. Ja. Ja. Also wirklich ein Geheimtipp noch. Ja, ich glaube, noch kann man tatsächlich von Geheimtipp sprechen, wobei, weiß ich gar nicht, also wenn ich mir irgendwie meinen Instagram-Feed anschaue, habe ich das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie die Letzten, die mal in Slowenien Ich war auch noch nicht waren. da. Also scheint sich, glaube ich, inzwischen auch langsam rumzusprechen, dass man da echt super viele Möglichkeiten hat. Also auch, habe ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt, ich glaube, was Slowenien immer auch auszeichnet, ist, dass du wahnsinnig viel Abwechslung hast. Also du kannst Kajak fahren auf der Socha, du kannst hochalpine Touren machen, du kannst gemütlich wandern gehen, im Winter Skifahren gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und ja, also ich glaube, die Abwechslung, die du da einfach hast, das ist schon auch was die Leute anzieht. Und es ist natürlich auch noch vergleichsweise günstig, wenn du es irgendwie mit der Schweiz vergleichst. Also klar, Was nicht? genau, da ist ja sogar, sind ja sogar die deutschen und die österreichischen Alpen günstig im Vergleich. Wobei man jetzt, also ich würde nicht sagen, dass man irgendwie das Gefühl hat, kostet alles die Hälfte oder so. Also die Preise sind da schon noch vergleichbar, vielleicht so auf den Hütten. Und wenn man irgendwo einen Kaffee trinken geht und so, dann merkt man es dann schon. Aber wenn du einkaufen gehst oder an der Tankstelle Benzin zapfst, das kostet eigentlich alles ungefähr das gleiche wie bei uns. Ne? Also, um jetzt irgendwie viel Geld zu sparen, glaube ich, gibt's andere Ziele, die besser geeignet sind. Aber was man halt auch sagen muss, ist, es ist relativ nah dran. Also, gerade wenn man so eher so in Ostalpen daheim ist, fährst du halt 3 Stunden und bist in Jümschenalpen. Das macht Also ist nicht länger, als wenn du von hier aus Richtung Südtirol fährst. Ja. Ja. Ja.
Also an der Stelle kann ich nur sagen, absolut empfehlenswert. Ja. Aber jetzt nicht alle nach Slowenien fahren. Du warst Soll jetzt schon da. noch ein bisschen so bleiben. Nein, hören ja nicht so viele hier. Also, jetzt hast du nicht nur eine Frau quasi, sondern ihr habt auch noch zusammen Familiennachwuchs bekommen, nennt sich Fridolin und ist ein Bulli. Ja, so kann man es auch formulieren, ja, genau. Damit ist das natürlich mit den 3 Stunden, beziehungsweise das mal schnell in die Berge fahren, kann man natürlich super verbinden, indem man abends quasi hinfährt, übernachtet, früh direkt in den Bergen ist, die Tour startet. Gibt natürlich noch viel mehr Freiraum. Erzähl mal, war das schon immer ein Traum auch, so ein Ding zu haben und was ist das für einer? Also schon immer eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also hätte ich mir wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren auch irgendwie nicht vorgestellt, dass ich mal einen Bulli kaufe und fahre. Aber nee, das hat sich eigentlich eher so in den letzten Jahren dann rauskristallisiert, dass wir einfach gesagt haben, es wäre schon cool, wenn man eben nicht erst morgens losfährt und dann irgendwie am Berg ist, sondern wenn man relativ spontan entscheiden kann, hey, wir fahren abends schon mal los und dann direkt irgendwie am Wanderparkplatz morgens früh am Berg, bietet sich halt auch zum Fotografieren irgendwie gut an, wenn man früh unterwegs ist. Und einfach auch diese Freiheit oder diese Spontanität, die man dann eben hat, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt doch eine Tour gemacht, die etwas länger geworden ist, egal, wir können ja zur Not einfach auch im Bulli übernachten. Oder wir bleiben hier noch ein bisschen länger, weil es uns hier gefällt und müssen jetzt nicht erst noch eine Unterkunft suchen oder so. Also diese Spontanität, das ist schon was man sich damit kauft, egal ob es jetzt ein VW-Bus ist oder ein Bus von irgendeiner anderen Marke, das ist schon was echt cool ist. Genau, also es ist ein VW-Bus, ja. Noch gar nicht so alt, 2014, also kein Modell, was irgendwie Kultfaktor hat, aber was halt relativ modern ist und hoffentlich wenig technische Probleme mit sich bringt. Also, ja, toi, 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 sind wir noch nicht irgendwo liegen geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil, also, wenn ich wovon träumen würde, dann eher von so einem klassischen Bulli mit den runden Scheinwerfern, T2 oder T3 vielleicht. Aber dann müsste man, glaube ich, auch tatsächlich die technischen Fähigkeiten haben, das Ding zu reparieren. Ja. Was man so hört, muss man dann ja tatsächlich häufiger mal Hand anlegen. Und wenn man das nicht kann und dann immer erst zur Werkstatt fahren muss, dann glaube ich, macht es keinen Sinn. Genau, deswegen haben wir uns für ein relativ aktuelles Modell entschieden. Ohne Aufsteigedach tatsächlich, also kein California. Haben wir lange überlegt, ob wir es brauchen oder nicht. Bin auch immer noch so ein bisschen hintergerissen. Wir hatten vorher öfter mal einfach einen Bus gemietet und haben da irgendwie festgestellt, dass wir das Aufsteigedach relativ selten genutzt haben. Das ist eigentlich immer fast immer unten war. Sind ja auch bisher nur zu zweit, insofern können wir auch bequem unten schlafen. Genau, mal schauen, vielleicht brauchen wir irgendwann einen, der ein Aufstelldach hat, oder wir merken einfach, das wäre schon schön, die Stehhöhe dann eben zu haben, auch wenn man steht. Ja. Brauchen wir es eigentlich nicht. Und ja, jetzt sind wir damit seit April unterwegs und einfach vor allem einfach happy über diese Freiheit, die es einem ermöglicht oder den Radius, den es irgendwie erwartet hat für Touren, für Möglichkeiten. Und ich muss auch sagen, mir macht es auch irgendwie Spaß, das Ding so ein bisschen dann auszubauen. Also wir haben jetzt ein Küchenmodul gebaut und ja, irgendwie, es ist ja so ein Selbstläufer, wenn man sich zu so einem Ding einmal angeschafft hat, dann fallen einem ständig Dinge ein, die man noch optimieren könnte zum Campen oder das Küchenmodul oder vielleicht mal irgendwie einen Heckauszug bauen, dass man leichter an den Kram kommt, den man im Kofferraum hat. Also das hört eigentlich nie auf, glaube ich. Und ja, macht mir schon Spaß, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht so gedacht vorher, aber danke schön. Der Tim Taylor, der Camper. Ja, also so ein bisschen, ich glaube, wenn man damit gar nichts am Hut hat, auch mal selber ein bisschen irgendwie zu basteln, dann ist es vielleicht nicht das richtige Auto. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht mit dem Auto so sehr verbunden, sondern eher mit, also was mir halt echt taugt, ist diese Möglichkeit, relativ spontan ja, Pläne zu ändern oder Pläne zu machen. Und man hat halt immer ein Dach über dem Kopf dabei. Ja. Klar, noch schöner, wenn so irgendwie mal draußen wie markieren kann, aber oft ist man dann ja auch froh, wenn man irgendwie ein richtiges Dach im Kopf hat, wo man vielleicht auch mal einen Kaffee noch kochen kann oder eine
irgendwie noch was zu essen nicht mehr machen kann. Ja, nee, das wir haben es bisher nicht bereut. Mal schauen. Habt ihr da schon konkrete Touren, wo ihr sagt, die sollen auf jeden Fall jetzt dieses nächstes Jahr folgen? Also wir waren jetzt in Slowenien auch mit dem Bus unterwegs und haben auch, ja, ich weiß gar nicht, von den, wie lange waren, glaube ich, 10 Tage da, die Hälfte der Zeit ungefähr haben wir dann auch tatsächlich im Bus übernachtet. Die anderen Tage waren wir auf irgendwelchen Hütten und dann unterwegs. Ja, also nee, wir haben jetzt kein Logbuch, was wir abarbeiten, aber es gibt natürlich viele, viele coole Ziele. Dieses Jahr war schon. Im Februar waren wir in Schottland noch mit einem Mietbulli unterwegs. Das hat uns auch total Spaß gemacht. Schottland sowieso auch absolut empfehlenswert, wenn man so auf etwas raue und wildere Landschaften steht. Ja, und also in die Richtung wird es, denke ich, gehen. Natürlich klar, die Touren, die man vor der Haustür machen kann und die man jetzt vielleicht sogar etwas besser machen kann, weil man eben diese Möglichkeit hat, dann eben auch vor Ort zu übernachten. Aber ich würde schon auch gerne nochmal nach Norwegen oder Skandinavien insgesamt. Ist ja auch was, was man im Bulli super machen kann. Gut, ist jetzt halt nicht ganz so nah von hier aus, aber ja, schauen wir mal. Man hat ja Also, Zeit dann im Zweifelsfall. ja, genau, da muss ich halt die Zeit nehmen oder den Urlaub dafür dann eben opfern, ist das falsche Wort. Also, ich meine, das ist halt, also für uns ist es halt tatsächlich auch einfach Urlaub mit dem Ding unterwegs zu sein und dieses spontane und relativ ungebundene, finde ich. Also, ich finde es bisher jedenfalls sehr entspannt. Mal schauen, vielleicht denkt man oder denken wir in 2 Jahren auch so, jetzt haben wir irgendwie auch genug davon gehabt, jetzt auch wieder ein Hotelzimmer haben. Aber momentan eigentlich gar nicht. Also im Gegenteil, eher irgendwie einen schönen Stellplatz, wo man relativ frei steht und seine Ruhe hat, finden wir gerade irgendwie total genial. Darf man denn überall stehen oder gibt es da irgendwelche Atlanten oder sowas oder Kataloge, wo man drin blättern kann und da kannst du Ja, das ist stehen so oder nicht? ein bisschen ein wunder Punkt, ja. Also wild campen oder frei stehen, je nachdem, wie man es formulieren will, ja, ist so semi-legal. Also ich glaube, in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern gibt es die Regelung, dass man, wie heißt das denn, zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf man sozusagen eine Nacht in seinem Fahrzeug übernachten. Also das heißt, wenn man besoffen ist, darf man dort übernachten. Ich glaube, das ist so der ursprüngliche, oder da kommt es wahrscheinlich ursprünglich mal her, dass man gesagt hat, dass die Leute betrunken nach Hause fahren, sollen sie lieber ihren Rausch im Auto ausschlafen. So, ja, oder wenn die Leute schon 10 Stunden unterwegs waren, dann sollen sie auch lieber auf dem Parkplatz irgendwie ein paar Stunden schlafen dürfen, als völlig übermüdet weiterzufahren. Also ich glaube, das ist der Hintergrund der Regelung. Also ich glaube, so Camper oder Bulli-Fahrer hatte man da wahrscheinlich nicht so im Kopf. Aber jedenfalls gibt es diese Regelung, jedenfalls in Deutschland, ich glaube auch in vielen anderen Ländern in Europa. Und also eine Nacht, glaube ich, wird fast überall geduldet, jetzt mal abgesehen von sensiblen Bereichen wie Nationalparks oder innerhalb geschlossener Ortschaften oder so. Da würden wir uns jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht hinstellen, irgendwo auf dem Dorfplatz oder mitten im Nationalpark. Dass man da dann vielleicht Ärger bekommt, liegt auch irgendwo auf der Hand. Also wir haben das bisher so nach dem Prinzip gehandelt, eine Nacht dort, wo man niemanden stört, wird im Zweifel geduldet. Und so die Erfahrung haben wir bisher auch gemacht. Also bisher hat sich bei uns noch niemand beschwert. Aber wie gesagt, wir würden uns jetzt auch nicht irgendwo mitten in den Nationalpark stellen, den Grill rausholen, den wir nicht haben, die Stühle aufbauen, die Markise rausfahren und da einen auf ja, irgendwie Camper machen. Ja, das glaube ich. Es hängt, glaube ich, auch viel echt mit davon ab, wie man sich halt verhält. Und wenn man sich unauffällig verhält und niemanden stört, dann gibt es wahrscheinlich auch wenig Leute, die sich daran stören. Ja. Und ansonsten, wie wir die Stellplätze finden, ja, also Google Maps ist da hilfreich. Wenn man in den Satellitenmodus schaltet, sieht man halt oft auch, oder findet man halt Wanderparkplätze, die vielleicht geeignet sind, oder irgendwelche Forststraßen, Seitenwege, wo man stehen kann, ohne dass es irgendwen stören würde. Und dann gibt's Apps wie Park4Night hast du, glaube ich, ist eine App, die man im App Store laden kann, wo man sozusagen seinen Stellplatz dann auch hinterlegen kann. Und je mehr Leute das machen, umso größer wird die Datenbank an Stellplätzen. Und da gibt es dann oft auch Fotos und Kommentare von anderen, die den Stellplatz schon genutzt haben. Ja, und also
so findet man eigentlich immer was für eine Nacht. Wenn man jetzt vorhat, irgendwie auf Dauer an einem Ort zu bleiben, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoller, sich irgendwie einen Campingplatz oder irgendwas zu suchen, wo sozusagen offiziell erlaubt ist, das Campen. Ja. Was war denn so, wenn du zurückblickst, so der emotionalste Moment, der emotionalste Erlebnis, den du in den Bergen hattest? Gute Frage. Also würde ich mal sagen. Ich bin gespannt, Transalpine, hast du deiner Frau einen Heiratsantrag auf dem Berg gemacht? Nee, also ja, einen Heiratsantrag, genau. Also ich wollte gerade sagen, also jetzt Rennen wäre jetzt, glaube ich, nicht so. Also gab es natürlich auch emotionale Momente, aber. Wahrscheinlich am emotionalsten schon irgendwie der Hochzeits- oder Heiratsantrag, den ich der Lea in Norwegen gemacht habe. War auch auf einem Berg, jetzt in keinem spektakulären Berg, aber schon auch in den Bergen. Und wir haben tatsächlich auch auf dem Berg geheiratet. Insofern, okay. Ja. Also geheiratet hatten wir standesamtlich in Fischbachau, bei uns hier in den Bayerischen Alpen. Und gefeiert dann auf der Maxelrein am Spitzensee oben. Ja. Also insofern am Taubenstein, wenn du so willst. Taubenstein. Genau. Das war einer der Hausberge um Spitzensee, Schliersee, die Region. Ah, okay. Genau. Cool. Im Winter ist es ein sehr beliebter Skitourenberg, im Sommer ist nicht viel los und ja, auf der Alm kann man eben auch ganz gut, oder die Alm kann man ganz gut für eine Hochzeit verwenden und mieten kann und da haben wir gefeiert, genau. Und das war wahrscheinlich schon der erste Moment, ja, würde ich schon sagen. Cool. Jetzt bist du ja vor allen Dingen sehr viel fotografisch unterwegs in letzter Zeit. Man könnte fast meinen, ausschließlich, wenn man auf Instagram guckt. Und da würden mich jetzt so ein paar Themen auf jeden Fall interessieren. Und was macht es für dich aus, in den Bergen zu fotografieren? Also du könntest jetzt auch mehr fotografieren, du könntest Menschen fotografieren. Mhm. Also, warum die Berge? Ja, wahrscheinlich schon einfach, weil ich jetzt unabhängig auch vom Fotografieren einfach gerne in den Bergen bin. Also das, womit man sich viel beschäftigt, das liegt natürlich nahe, das dann auch zu fotografieren. Also das ist sicherlich ein Grund. Der andere Grund vielleicht, weil man in den Bergen einfach Formen, Linien findet, die man, oder die ich gerne fotografiere. Also Kontraste, Steigen, Zacken, Grate, die einfach, wo ich das Gefühl habe, die machen sich auf Fotos gut, beziehungsweise die schaue ich mir dann auch gerne auf Fotos an. Ja. Also es ist ja oft so, dass was man selber gerne sieht, das fotografiert man auch. Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja. Und was macht für dich so ein gutes Bergbild aus, wenn du drauf guckst und sagst, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, also gibt es da irgendwo eine Linie? Ja, wahrscheinlich schon auch, das was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, also dass man irgendwie eine Struktur erkennen kann oder abfallende Linien oder starke Kontraste, also dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber Bilder, die irgendwie ja eine Message oder ein Gefühl, weniger eine Message, aber ein Gefühl transportieren, ja, sei es jetzt eine besondere Ausgesetztheit oder besonderes Wetter oder besondere Farb- oder Lichtstimmung, also dieses als ein kleiner Mensch sozusagen der großen Natur ausgesetzt zu sein. Wenn ein Bild das transportieren kann, dann ist es meist auch ein Bild, was mich irgendwie anspricht. Ja. Und du machst jetzt quasi Klettersteig, haben wir. Wir haben Trailrunning, Landschaft quasi. Aber was sind so deine Lieblingsmotive, beziehungsweise warum ist das meist Fotografierte bei dir? Oder gibt es das überhaupt nicht? Gute Frage. Müsste ich eigentlich mal sozusagen durchflitten durch die Lightroom-Bibliothek, um zu schauen, ob es irgendwie ein Motiv gibt, was besonders häufig auftaucht, oder in meinem Instagram-Feed schauen. Macht man ja oft, bei anderen schaut man mal, aber bei sich selbst irgendwie gar nicht so sehr. Aber ich würde schon sagen, also tatsächlich gar nicht so sehr irgendwie. Also ich mache jetzt wenig Event-Fotografie, dass ich irgendwie Trailrennen fotografiere. Oder auch wenig Porträts, sondern es sind schon dann tatsächlich oft einfach Landschaftsaufnahmen, ja, glaube ich schon. Und da einfach die, oder am liebsten die halt irgendwie ja, eine besondere Stimmung irgendwie transportieren. Sei es jetzt irgendwie das Morgenlicht am Gipfelgrat oder Nebelschwaden, irgendwas, was, ja, wo man das Gefühl hat, okay, man ist eben, oder man kann
die Natur irgendwie spüren aus dem Bild. Ja, das ist das, was ich versuche festzuhalten. Das setzt natürlich auch voraus, dass man ein bisschen Glück hat, was die Bedingungen, die äußeren Bedingungen angeht. Ja, oft hat man eben auch Wetter, was jetzt nicht so spannend ist, oder Lichtbedingungen, die nicht so spannend sind. Und dann kommen eben oft auch Fotos raus, die nicht so spannend sind, wenn man ehrlich ist. Also es ist schon viel Ausschuss dabei, also es gibt oft auch Tage, dann schleppt man die Kameraausrüstung mit und man kommt am Ende nicht mit tollen Bildern wieder, weil einfach die Bedingungen nicht gestimmt haben. Ne? Das ist aber eben auch vielleicht das, was so ein bisschen das Outdoor-Fotografie und Landschaftsfotografie ausmacht, dass es eben nicht so planbar ist wie jetzt Studiofotografie, was vielleicht so das andere Extrem wäre, ja, wo man alles planen kann, wo man Licht und Model und Models und sozusagen unter klinischen Laborbedingungen irgendwie arbeiten kann und nichts dem Zufall überlassen bleibt. Und draußen am Berg hängt eben fast alles vom Zufall ab. Ja. Ja. Und wir hatten es vorhin schon mit Instagram als Inspirationsquelle. Gibt es da noch andere Quellen, wo du quasi sagst, okay, das gefällt mir, das muss ich auf jeden Fall dann auch mal machen? Also Also Instagram ist schon sicherlich was, wo man oder wo ich relativ viel Zeit auch verbringe, jetzt nicht nur um meine eigenen Bilder hochzuladen, sondern auch um Fotos von anderen Sportlern, aber vor allem auch Fotografen zu sehen. Also ich folge da primär auch Fotografen. Und das inspiriert natürlich, auch wenn man sagen muss, dass gerade jetzt bei Instagram habe ich schon das Gefühl, so in letzter Zeit ähneln sich die Motive halt auch immer mehr, ja. Also es gibt einfach bestimmte Instagram-Hotspots in den Alpen vor allem, die inzwischen, weiß ich nicht, irgendwie jeder im Feed hat und die von jedem schon mal fotografiert worden sind. Das finde ich dann auch nicht mehr so inspirierend, muss ich sagen. Auch wenn das oft super Fotos sind, technisch super gemacht, toll bearbeitet, aber es ist einfach immer dasselbe Motiv und deshalb auch irgendwie dann nicht mehr so kreativ, das dann umzusetzen. Ansonsten, klar, also kriegt mich natürlich auch irgendwie durch Facebook und Blogs und so, wobei das auch weniger geworden ist. Also, weiß nicht, bei Facebook bin ich sicherlich nicht mehr jeden Tag irgendwie online und schaue, was die Leute posten. Das war früher auch mal anders. Insgesamt glaube ich, irgendwie ist irgendwie der Social Media Konsum so ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Also, bist du da back to offline, also Magazine? Ja, ich glaube, das ja schon. Also wenn ich was lese, dann tatsächlich jetzt verstärkt wieder mehr in gedruckter Form, muss ich sagen. Also die klassischen Bergmagazine, die sich natürlich auch häufig wiederholen. Aber das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, also das irgendwie was in der Hand zu haben, das auf Papier zu lesen, ist dann doch noch irgendwie etwas entspannter. Gerade wenn man beruflich halt auch den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, aber einen Großteil seiner Arbeitszeit am Bildschirm verbringt, dann ja. Ist es irgendwie auch da nochmal der Freizeitfaktor höher, wenn man irgendwie ein gedrucktes Stück Papier in der Hand hat, muss ich sagen. Und es gibt natürlich auch Zeitschriften, die tatsächlich gut gemacht sind und wo ich das Gefühl habe, das ist auch ein bisschen zeitloser als jetzt irgendwie der x-te Facebook-Post oder Blogbeitrag oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie ein paar Namen nennen soll, würde ich sagen, also die Bergwelten lese ich sehr gerne. Da ist natürlich auch einiges drin, was mich jetzt nicht so interessiert, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es etwas zeitlosere Berichte und Fotos sind und auch einfach eine gute Fotoredaktion, glaube ich. Also das muss ich schon sagen, dass da merkt man, dass da Qualität ist. In letzter Zeit schaue ich gerne bei Outville rein. Das ist ein Outdoor-Blog. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wird, glaube ich, auch von ein paar Leuten gemacht. Ja. Genau. Also so ein bisschen weg von diesen sehr zeitbezogenen Themen, die nur heute interessant sind und morgen schon nicht mehr, weil sie irgendwie eher wirklich so spezifisch über ein bestimmtes Event oder ein bestimmtes Rennen berichten, hin eher zu so ein bisschen zeitloseren Themen. Ja. Das ist so das, wo ich Inspiration dann auch für Touren finde. Was das Fotografieren angeht, da sehe ich, sauge ich irgendwie alles auf, was mich fotografisch interessiert. Das sind dann oft auch Fotografen, die gar nicht unbedingt irgendwie
Landschafts-Outdoor- oder Trailrunning fotografieren, aber die irgendwie einen eigenen Stil haben, den ich gut finde und wo ich denke, nicht, dass ich den kopieren will, aber dass ich da das Gefühl habe, okay, da hat jemand seine eigene Bildsprache entwickelt und das ist spannend, dieser Bildsprache zu folgen, ja, und zu sehen, wie sie sich auf unterschiedliche Motive eben auswirkt. Ja. Und also wir wissen ja, dass der Fotograf die Bilder macht, aber die Ausrüstung ist ja doch nicht ganz unentscheidend. Mit was bist du da unterwegs oder was nutzt du da? Beziehungsweise guckst bei der Anschaffung, gibt es da irgendwas? Also bei mir ist zum Beispiel Canon. Genau, ist wichtig. Ja, also ich habe auch eine Zeit lang mit Canon fotografiert, bin dann vor zwei oder drei Jahren umgestiegen auf das Sony Alpha-System. Damals, also war für mich eigentlich die Entscheidung, investiere ich jetzt nochmal in eine Canon-Vollformat-Ausstattung mit entsprechenden Objektiven etc. Oder wechsle ich halt das System und damals war Sony, glaube ich, ja, nicht gerade, aber da war die A7 war ein halbes Jahr alt oder so und man hat irgendwie gemerkt, da entwickelt sich ein System, was definitiv Zukunft hat und wo viel Innovation passiert. Und das hatte ich bei Canon irgendwie nicht mehr so das Gefühl. Aber also wie du schon sagst, am Ende ist es echt egal, womit du das Bild machst. Man muss sich halt selber damit irgendwie wohlfühlen, damit klarkommen mit den Werkzeugen, die man einsetzt. Klar, spricht einiges eben für spiegellose Systeme, brauche ich dir nicht erzählen. Genauso gibt es halt auch Vorteile der klassischen Spiegelreflexsysteme, keine Frage. Was ich schon sagen muss, das Innovationstempo, glaube ich, bei Sony ist gerade extrem hoch. Also was die sozusagen an neuer Hardware in relativ kurzen Abständen raushauen, denke ich, sollte Canon und Nikon schon zu denken geben. Aber wer weiß, was dann jetzt zur Fotokina von den beiden auf den Markt kommt. Also es ist, glaube ich, das tut auf jeden Fall sowohl Canon als auch Nikon gut, dass da jetzt ein Sony ein Player am Start ist, der da wirklich viele Interessantes rausgebracht hat in letzter Zeit. Ich habe auch eine Zeit lang mal mit dem Fuji X-System fotografiert, wo ich auch sagen muss, von der Bedienung her ist es, würde ich das auch immer noch bevorzugen. Also wenn es einen Punkt gibt, den ich bei Sony, der mir gar nicht taugt, ist es irgendwie die Bedienbarkeit sowohl der Hardware als auch vor allem die Menüstruktur der Sony-Kameras sind einfach chaotisch. Ich weiß nicht, nach welchem System oder nach welcher Logik da die Menüeinträge zusammengewürfelt werden. Das kann ich bisher noch nicht nachvollziehen. Während man bei einer Fuji eigentlich immer das Gefühl hat, das ist alles genau da, wo man es erwarten kann, wo ich es erwarten würde. Das mag andere Leute auch anders sehen. Naja, also und so kennst du wahrscheinlich auch, schaut man ja auch immer, selbst wenn man sich dann mal für ein System entschieden hat, auch mal wieder über den Tellerrand und überlegt sich, ob ein anderes System nicht vielleicht doch besser oder interessanter wäre. Ich meine, jeder träumt wahrscheinlich auch irgendwie von einer Leica oder viele träumen davon. Ich weiß es nicht. Also jetzt für den Moment oder für das, was ich gerade mache, nämlich viel draußen am Berg fotografieren, oft halt auch mit einem Laufrucksack unterwegs zu sein, da passt das Sony-System gerade einfach sehr gut, muss ich sagen. Mag dann vielleicht in ein paar Jahren auch wieder anders ausschauen, wenn man vielleicht mal mehr Porträtfotografie macht, dass man dann sagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine Leica oder was weiß ich, wenn man sagt, ich bin professionell als Fotograf unterwegs, mache viel im Studio oder bin Sportfotograf oder so und setze deshalb auf ein Canon-System oder so. Wobei, muss man auch sagen, also die klassischen Vorurteile, die man immer so gegen das Sony-System hatte, langsamer Autofokus, langsame Serienbildfunktion, schlechte Akkuleistung, die stimmen halt inzwischen. Das Gleiche hatte ich jetzt auch, also von diesen Erkenntnissen quasi, als ich auf dem E5 eine Woche lang unterwegs war. Im Endeffekt hatte ich quasi, also ich hatte die Sony RX100 mit, die ist aber quasi die ganze Zeit hinten im Rucksack gewesen, weil irgendwie habe ich dann festgestellt, so schlecht ist das iPhone 8 dann doch nicht. Das ist halt auch der Punkt, also in vielen Situationen ist inzwischen ein Smartphone halt good enough, ja, also ausreichend von der Qualität, natürlich von den kreativen Möglichkeiten nicht so wie ein Kamerabody, wo du Objektive wechseln kannst, keine Frage, aber es reicht halt oft aus und
wenn man sieht, was ein iPhone wiegt, was man eh dabei hat und was eine gescheite Kamera wiegt, dann. Ja. Das ist wasserdicht, also Spritzwasser geschützt, also kannst du einfach in der Hosentasche. Das hat schon. War genial. Ja, also insofern müssen die großen Kamerahersteller sich schon irgendwie was einfallen lassen, damit man noch bereit ist, Geld dafür auszugeben. Weil, wenn man ehrlich ist oder wenn wir ehrlich sind, so wie wir fotografieren, für viele Situationen reicht dann ein Smartphone eben doch nicht aus für das, was wir wollen oder wie wir fotografieren wollen. Und es ist eben schon mal was anderes, ob man irgendwie ein Smartphone da auf den Button klickt oder ob man sich überlegt, wie man fotografieren will, mit welcher Blende, mit welcher Belichtungszeit etc. Also natürlich, das wird es nie komplett ersetzen, glaube ich. Aber wie du schon sagst, in vielen Situationen reicht es einfach aus. Ne? Und es ist einfach schon auch Gewicht, was man immer den Berg mit hochschleppt, wenn man es dabei hat. Was war denn so rückblickend das Ausrüstung oder der Ausrüstungsgegenstand, der die größte positive Auswirkung hat? Also bei mir war es zum Beispiel das 16 bis 35 mm Objektiv, was ich jetzt quasi nur noch drauf habe. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, also keine Kamera, sondern wenn dann eher Objektive, ja, weil am Ende ist es, wie du schon gesagt hast, fast egal, welche Kamera man hat. Entscheidend ist dann schon irgendwie der Fotograf, der das Bild macht, beziehungsweise die kreativen Möglichkeiten, die man hat. Und die werden natürlich enorm erweitert, wenn man auf gute Objektive zugreifen kann. Und wir können jetzt nicht unbedingt ein Objektiv nennen, aber sicherlich ein gutes Weitwinkelobjektiv oder Zoom ist Gold wert in der Landschaftsfotografie, keine Frage. Wenn ich jetzt nur ein einziges Objektiv für Sony-System behalten dürfte, dann wär's tatsächlich das 28mm F2 Objektiv, was gar nicht zu den Top-Objektiven gehört, relativ günstig ist sogar, aber super klein und leicht und flexibel ist und natürlich relativ lichtstark für ein Weitwinkelobjektiv. Ja, passt einfach super auf die A7 auch drauf. Und mit dem Paket bin ich unter einem Kilo unterwegs und habe halt eine Bildqualität, die schon deutlich besser ist als ein Smartphone. Und auch mehr kreative Möglichkeiten einfach durch den großen Sensor und Einstellmöglichkeiten. Genau, durch die Einstellmöglichkeiten, genau. Ermöglicht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, schon definitiv Objektive, würde ich sagen, sind die Dinge, die kreativen Möglichkeiten am ehesten erweitern. Ja. Und was war so der schönste Moment oder der schönste Ort, den du fotografiert hast oder an dem du fotografiert hast? Wo du heute noch dran zurückdenken musst und sagst, yes. Also ich habe nicht ein Bild, was ich sagen würde, das ist irgendwie mein Bild oder das beste Bild, was ich hier fotografiert habe oder geschossen habe. Aber ja, es gibt schon so ein Gebiet oder Regionen, wo ich als Fotograf einfach aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen bin, weil es so viele Möglichkeiten gab. Also in Norwegen insgesamt, gerade so der Jotunheim Nationalpark, ist einfach genial, wenn man da wirklich vom Gletscher über Bergseen, über einsame Grate, alles irgendwie hat und auch ein ganz besonderes Licht irgendwie hat, was man vielleicht jetzt hier in den Alpen auch nicht so hat. Also dieses Licht in Skandinavien ist irgendwie zum Fotografieren einfach genial. Und ja, also da zieht es mich auch nochmal hin, sicherlich nicht nur zum Fotografieren, aber auch zum Fotografieren. Und so der lustigste Moment, also dass du meinetwegen ein Murmeltier hatte dein Objektiv geklaut oder irgendwie sowas, gab es da sowas? Also ich denke gerade nach, aber ich glaube nicht, nee. Also so das ganz Absurdeste ist mir beim Fotografieren eigentlich noch nicht passiert bisher, nee. Kommt noch. Ich wollte bisher auch noch keine Ausrüstung irgendwie fallen lassen oder irgendwie am Berg geschrottet, also bisher echt Glück gehabt. Muss ich sagen. Was? Meine Mark II, die ist dem Schnee zum Opfer gefallen vor 4 Jahren. Okay. Also ich weiß nicht, irgendwie entwickelt man ja auch so, also wenn man mal stürzt, was ja auch mal vorkommt, wenn der Straucheln kommt, man hat ja schon so diesen Reflex, dass man irgendwie die Kamera hochhält und sich dafür ja, irgendwie selber komplett lang macht. Also der Kamera ist bisher noch nie was passiert. Ich vergleiche das so ein bisschen. Also ich habe ja quasi jetzt den Live-Vergleich so ein bisschen wie ein Baby. Das wird es ja auch nicht runterfallen lassen. Genau, ja, wahrscheinlich. Also eher da... Ja,
aber ja, also die Kameras halt auch irgendwie, klar, also so wie wir dann unterwegs sind, ist sie dann halt oft auch nur in der einen Hand und ich packe sie dann beim Laufen auch nicht immer irgendwie wieder in den Rucksack. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal so weit ist, dass ich mich mit Kamera irgendwie so blöd hinlege, dass die Kamera auch was abkriegt, ist jetzt nicht ganz gering, aber gut, das Risiko gehe ich ein. Dafür ist man eben oder hat man die Möglichkeit, relativ spontan auch Bilder zu machen. Nicht jedes Mal erstmal wieder einen Laufrucksack runternehmen müsste, die Kamera rausholen. Macht man viele Bilder auch einfach nicht. Ne? Und welchen Rat würdest du jetzt jemandem geben, wenn er sagt, was kann ich denn tun, um ein besseres Bergbild zu machen? Früh aufstehen. Ja, also es ist tatsächlich so. Also ich glaube, irgendwie so ein Bild zur Mittagszeit bei strahlender Sonne und blauem Himmel, ja, es ist nett, um es den Eltern zu zeigen, aber es ist irgendwie kein gutes Landschafts Bild oder es ist selten ein Bild, was mich irgendwie interessiert oder begeistert. Wenn man früh morgens irgendwie unterwegs ist, dann hat man einfach ein anderes Licht und oft auch irgendwie spannendere Wetterbedingungen. Es ist ja oft tatsächlich auch so, dass sich das Wetter in den Morgenstunden, in den Abendstunden oft dann ändert. Oder klar, nachmittags und im Sommer dann häufig auch Gewitterwolken aufziehen, die oft dann auch spannend zu fotografieren sind. Also ja, irgendwie eher irgendwie in den Randzeiten des Tages unterwegs sein mit der Kamera. Das bedeutet natürlich oft, dass man ja entweder sehr früh aufstehen muss oder am Berg übernachten muss. Aber das ist ja auch was, also muss würde ich streichen, sondern eher durch darf ersetzen, weil das ist ja auch was Schönes, was auch das Bergerlebnis irgendwie ausmacht. Zu der Zeit ist oft auch weniger los. Dann laufen einem auch mal Steinböcke vor die Linse zum Beispiel. Also ja, es lohnt sich einfach. Und in der Regel trägt es auch dazu bei, dass man irgendwie spannendere Motive hat und die Bilder besser werden. Und hast du dir so in den letzten Jahren so irgendwelche Fähigkeiten angeeignet, um dich zu verbessern oder die dich verbessert haben? Ja, es ist immer schwierig, sich selber irgendwie zu beurteilen. Oder klar, man versucht natürlich zu reflektieren, welche Aufnahmen gut gelungen sind oder welche Touren man vielleicht gut festgehalten hat oder wo man gute Bildideen hatte. Weiß ich gar nicht. Das könnte ich jetzt nicht an einem bestimmten Aspekt irgendwie festmachen. Und hast du mal so einen Fotografiekurs gemacht oder alles Learning by Doing oder Nachahmen? Nee, schon Learning by Doing sicherlich auch nachahmen, ja, dass man Fotografen, wo man das Gefühl hat, oder wo die Bilder einen irgendwie ansprechen, das hat ja gar nicht immer mit der Professionalität der Fotografen oder mit dem Bekanntheitsgrad der Fotografen zu tun. Also es gibt viele Profi-Fotografen, die viel Geld verdienen, wo ich mich manchmal frage, warum eigentlich, oder wo mir die Bilder nichts sagen, ja, andersrum, also wo sie sicherlich ihre Berechtigung haben, aber die mir einfach persönlich nichts sagen. Und dann gibt es auch Fotografen, die kein Mensch kennt, die 100 Follower auf Instagram haben, die aber irgendwie Bilder machen, die ich spannend finde. Und ja, gerade wenn man anfängt, irgendwie sich für Fotografie zu interessieren, das ist bei mir jetzt auch nicht unbedingt parallel zum Trailrunning und zum Bergaspekt gewesen, dann klar, dann ahmt man natürlich den nach, die man irgendwie gut findet oder versucht im ersten Schritt erstmal ein ähnliches Bild hinzukriegen, um daraus dann vielleicht irgendwann mal seinen eigenen Bildstil zu entwickeln. Also insgesamt glaube ich schon, dass ich jetzt vielleicht nicht so ein Bildstil habe, der irgendwie sofort bei jedem Bild Wiedererkennungseffekt hat, weil ich nicht überall das gleiche Preset drüber jage und ja, vielleicht bei der Bearbeitung auch eher etwas zurückhaltend bin. Aber dass man vielleicht eher beim Bildaufbau, bei der Bildsprache schon so ein bisschen dann auch, oder dass man bei den Bildern, die ich bei mir oder wo ich finde, dass die gelungen sind, dass man da dann auch einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat oder sagt, okay, das habe ich jetzt bei dem Bild gut hingekriegt und wenn ich mir jetzt ein anderes Bild von mir dann nebenlege, was ich auch gut finde, dann fallen einem dann vielleicht oder fallen mir dann vielleicht auch Parallelen auf. Also insgesamt glaube ich schon, dass ich eher ja, eine reduzierte Bildsprache habe und versuche
ja, mich irgendwie auf das Wesentliche zu fokussieren, auf Details zu fokussieren, Strukturen herauszuarbeiten. Das sind so Aspekte, die mich interessieren beim Fotografieren. Und wenn mir das bei manchen Bildern gelingt, dann sind das auch meist die Bilder, die mir persönlich am besten gefallen von dem, was ich so fotografiere. Und jetzt ist das Bild im Kasten und dann wird es auf die Festplatte gemacht. Und wie bearbeitest du das dann weiter? Du hast gerade schon so gesagt, so Preset ja, drüber jagen ist nicht so, sondern doch eher individuell. Wie machst du das? Ja, also Lightroom kommt man oder komme ich jedenfalls nicht drum rum. Die Alternativen, die es da gibt, die haben mich bisher noch nicht so überzeugt, wobei ich mich jetzt auch noch nicht mit allen irgendwie im Detail beschäftigt habe, wenn ich ehrlich bin. Genau, also importieren in Lightroom und dann entwickeln in Lightroom. Wobei, wie gesagt, also ich habe ja jetzt nicht irgendwie das Henrik-Preset, was ich über alle Bilder gleich drüber jage, sondern es ist schon dann oft eher, dass ich individuell an den Reglern drehe. Gewisse Dinge mache ich vielleicht häufiger als andere. Insofern gewisse Ähnlichkeit von der Bearbeitung oder Konsistenz in der Bearbeitung gibt es dann hoffentlich schon, aber es ist nicht so, dass ich da standardisiert irgendwie ein Preset habe, was immer oder wo ich das Gefühl habe, was immer funktioniert. Ja. Wenn man auf Instagram dem einen oder anderen Fotografen folgt, dann merkt man schon, die haben einfach ein Standard-Preset, was sie immer anwenden, was natürlich dazu führt, gerade wenn es halt ein besonders sozusagen intensiv bearbeitetes Preset ist, dass die Bilder einen hohen Wiedererkennungseffekt haben, wenn man irgendwie sieht, okay, das ist genau das, was er immer macht, und das ist bestimmt von ihm das Foto, und dann schaut man und ja, genau, passt. Aber das hat halt auch den Nachteil, dass es ja, Motive oder Lichtsituationen gibt, wo ich finde, das passt halt überhaupt nicht zu dem, was du da gerade fotografiert hast. Du hast zwar deinen Preset drüber gejagt und jeder weiß, dass es ein Bild von dir ist, aber es passt halt nicht zu dem, was du eigentlich mit deinem Bild vielleicht aussagen wolltest. Aber so muss jeder, glaube ich, das für sich herausfinden, wo man am Ende dann selber mit zufrieden ist. Und ehrlicherweise, man ist ja auch nie zufrieden mit sich selbst. Also ein Bild, was ich vor 3 Jahren gemacht habe, würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen oder auch nicht mehr so bearbeiten. Ja. Und insofern, das ist auch der Grund, warum Instagram vielleicht so gut funktioniert, weil es halt nicht so ein klassisches Portfolio ist, was man irgendwie über Jahre sammelt und dann mal online stellt und dann sagt, okay, das sind jetzt meine Arbeiten, mit denen ich an die Öffentlichkeit gehen will, sondern bei Instagram lädt man halt ein einzelnes Bild hoch und es verschwindet auch relativ schnell im Feed wieder und man muss schon lange scrollen, um zu sehen, was man vor 3 Jahren gemacht hat. Also, Ja. ja. Aber Lightroom und dann Photoshop oder alles nur in Lightroom? Nee, also, dass ich mal nach Photoshop wechsle, kommt eigentlich relativ selten vor. Also, das, was ich bearbeiten will, das kann man in der Regel auch mit Lightroom gut machen. Also mal einen Fleck wegretuschieren und so die klassischen Anpassungen von Kontrasten, von Farbwerten, Dynamik etc., das geht alles in Lightroom, dafür brauche ich keinen Photoshop. Welche schlechten Ratschläge beziehungsweise so falschen Annahmen kursieren denn in der Welt, die du definitiv nicht teilst? Gibt es da irgendwie? Über allgemein oder über das Über Fotografieren? Fotografie, über Fotografie. Meine Politik. Schwierig. Also ich muss eigentlich sagen, so die klassischen Weisheiten, so ja, Vordergrund macht Bild gesund und nicht der Fotograf, sondern nicht die Kamera, sondern der Fotograf macht das Bild etc. Also so diese Sprüche, die man halt immer wieder hört, die stimmen eigentlich schon, oder ist schon viel Wahres dran, ja. Deswegen, dass es jetzt irgendwie so ein Ding gibt, wo ich sage, das behaupten alle, stimmt aber gar nicht, kann ich nicht sagen. Im Gegenteil. Also eigentlich muss ich sagen, in den allermeisten Fällen ist da schon viel Wahres dran. Und ich glaube, gerade als Anfänger macht es auch Sinn, so auf diese Weisheiten zu hören. Dann kann man immer noch, wenn man es dann irgendwann mal kann und verinnerlicht hat und weiß, ja, wie ein klassischer Bildaufbau funktioniert, warum eben bestimmte Dinge wichtig sind beim Fotografieren,
wenn man das alles mal verinnerlicht hat und auch mal ein paar Mal umgesetzt hat, dann kann man dann auch sagen, okay, der eine Punkt, den sehe ich aber anders. In meinen Bildern soll der Horizont immer schief sein, weil das finde ich dynamischer oder was auch immer. Oder ich fotografiere immer zentriert, die Drittelregel interessiert mich nicht. Ich möchte immer alles symmetrisch haben. Gut, dann ist das vielleicht der eigene Stil, den man dann daraus entwickelt. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, die meisten dieser Regeln, die machen schon irgendwo Sinn. Ne? Also erstmal das Handwerk lernen und dann gezielt genau, brechen. Genau, also erst die Regeln lernen, um sie dann zu brechen. Ja, das ist vielleicht so die Herangehensweise. Wobei ich jetzt ehrlicherweise, also ich habe jetzt noch keine Regel oder keine dieser klassischen Regeln gefunden, wo ich sagen würde, boah, das ist totaler Quatsch, das passt überhaupt nicht, ich mache das jetzt immer anders. Also klar, gibt es Situationen, wo man mal ganz bewusst ein Motiv ganz zentriert setzt oder wo man mal bewusst, weiß ich nicht, die Horizontlinie schief legt, was auch immer. Ja, also natürlich gibt es immer Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, aber insgesamt finde ich, passt es schon so, was man da so als Anfänger mit auf den Weg bekommt und von denen gesagt bekommt, die es schon können. Ja. Und wie entwickelst du dich persönlich weiter im Bereich Fotografie, beziehungsweise was willst du da noch lernen? Also bei mir zum Beispiel ist es das mit der Nachtfotografie, das ist überhaupt noch nicht mein Ding. Also da habe ich noch einiges vor mir. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auch können? Also du hast ja vorhin schon, glaube ich, mal gefragt, ob ich mal einen Kurs oder so gemacht habe oder mich da mal irgendwie weitergebildet habe. Habe ich eigentlich nicht. Nee, alles Learning by Doing bisher, aber ich würde schon gerne mal irgendwie einen Tag oder zwei mit einem Fotografen verbringen, der das Handwerk sozusagen von der Pike auf gelernt hat. Und ja, um da einfach noch besser zu werden. Also ich glaube, sowohl was das Handling der Tools, also der Kamera und der Objektive angeht, als auch was den Bildaufbau angeht, kann ich noch wahnsinnig viel lernen. Dass ich jetzt irgendwie sage, ein bestimmtes Motiv oder wie du jetzt sagst, du willst Lowlight oder Nachtfotografie, Sternfotografie oder so vielleicht noch verstärken, habe ich jetzt gerade nicht so, dass das irgendwas, dass ich da irgendwie einen Bereich habe, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt mal vertiefen, sondern eher tatsächlich noch mehr irgendwie, ja, noch mehr vielleicht über die klassischen Weisheiten der Fotografie irgendwie lernen. Also ich finde es auch wahnsinnig spannend, irgendwie sich mit der Geschichte der Fotografie auseinanderzusetzen, weil wir sind ja irgendwie mit der Digitalfotografie aufgewachsen, haben natürlich als Kind auch mal analog fotografiert, aber also ich fände es super spannend, mal zu lernen, wie man einen Film entwickelt, ja. Also das mal wirklich selber zu machen irgendwie. Den Duft der Chemie einatmen. Ja, also das Handwerkliche mal wirklich selber zu lernen. Ja. Zu wissen, ja, wie macht man denn eine Cross-Entwicklung zum Beispiel? Also quasi den analogen Photoshop beziehungsweise den analogen Lightroom. Ja, genau. Also sozusagen das, was die Fotografen früher in ihrer Ausbildung gelernt haben, das würde ich gerne mal lernen. Nicht, weil ich es jetzt brauche, um irgendwie ein gutes Bild für Instagram zu machen, sondern vielleicht, weil ich dadurch dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich tatsächlich das, was ich mache, noch irgendwie fundierter irgendwie mache und vielleicht mit ein bisschen weniger Zufall, ein bisschen weniger Learning by Doing, sondern mit ein bisschen mehr noch Bewusster, genau. Ja. Bewusster fotografieren. Ja, ich meine, das ist ja auch was man sich regelmäßig vornimmt, ja, und dass man vielleicht mal ein bisschen weniger auf den Auslöser drückt und ein bisschen sparsamer sozusagen damit umgeht und dafür etwas mehr Zeit darauf verwendet, eine bestimmte Einstellung irgendwie so oder ein bestimmtes Motiv so festzuhalten, wie man es sich selbst vorstellt. Ja. Sehr cool, vielen Dank schon mal. Und jetzt, bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch die Quick-Fragen, die jeder bekommt. Quickfragen. Ja, quickweise schnell gehen. Also du kriegst von mir quasi die Frage und du darfst natürlich so lange, wie du möchtest, antworten, aber meistens geht es relativ schnell. Also zum Beispiel, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Ja, Berge, ganz klar. Brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, warum. Und ich meine, wenn es mal ans Wasser zieht, dann hat es ja in den Bergen auch schöne Bergseen. Also insofern vermisse ich da nichts. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Also was würdest du den ganzen Tag machen?
Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Früh aufstehen, fotografieren gehen, laufen gehen, und den Rest des Tages würde ich auf der Hütte sitzen und ein gutes Buch lesen, ja. Klingt gut. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang, einfach weil es das beste Licht ist zum Fotografieren, weil es die schönste Stimmung auch zum Laufen ist, oder allgemein zum unterwegs sein in den Bergen. Wobei ich eigentlich kein Frühaufsteher bin. Also ich muss mich da schon immer überwinden, aber es lohnt sich jedes Mal wieder. Deswegen Okay. Sonnenaufgang. Ohne welches Gadget oder Ausrüstungsgegenstand würdest du nie in die Berge gehen? Also bei mir ist es zum Beispiel eigentlich immer das Handy bzw. die Uhr. Ja, also die GPS-Uhr und Handy oder Kamera. Also ganz ohne ein Gerät, mit dem ich irgendwie Fotos machen kann, bin ich eigentlich selten unterwegs. Also müssen wir die Uhr mit Kamera erfinden quasi. Ja, das wäre mal gut, wenn es all die Möglichkeiten, die dieses iPhone hat, auch irgendwie in der GPS-Uhr schon geben, dass man eins von beiden irgendwie daheim lassen könnte, wäre schon praktisch. Ja. Was sind so deine Top 3 Blogs oder Ressourcen, also auch Magazine, offline, online für mehr Berge? Ja, wenn ich jetzt ganz kurz antworten müsste, würde ich sagen, also Bergwelten-Magazin habe ich vorhin schon erwähnt, lese ich sehr gerne rein. Outwill lese ich gerade sehr gerne den Blog. So, jetzt brauche ich noch eins, ne? Wenn das die Top, dann sind es Top 2. Ansonsten, ja, Instagram verbringe ich viel Zeit. Zu viel wahrscheinlich. Dann Instagram, sehr gut. Geht mir genauso. Also gut, ich habe jetzt die Magazine habe ich leider nicht, weil ich lese sie tatsächlich nicht, aber die haben ja auch eine Webseite, wo einiges drauf ist. Von daher, Genau, das ist also. immer dabei. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also damals, als du noch in Frankfurt oder in Münster da gesessen hast und gedacht hast, ah, die Berge, die sind ganz schön weit weg. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, was er tun kann, um nicht so großes Bergweh zu haben? Ja gut, am meisten hilft natürlich hinfahren, aber klar, das geht natürlich nicht immer, geht bei uns auch unter der Woche oft nicht. Insofern, ja, also wahrscheinlich hilft dann schon auch irgendwo Bergbilder zu sehen, also bei Instagram reinzuschauen, den Leuten zu folgen, die häufig da sind, gute Fotos machen, wobei das verstärkt dann oft auch das Bergbild eher noch, ja, sitzt und der Kollege von Instagram ist gerade auf irgendeiner coolen Tour unterwegs, wo man selber gerne mal wäre, ja. Weiß ich nicht. Also am Ende hilft wahrscheinlich wirklich nur mehr Zeit in den Bergen zu verbringen, ja. Wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Wen würdest du empfehlen? Gute Frage. Nimm doch mal den Lars Schneider, den Autofotografen. Den Lieber kannst Lars, du hast gehört, du wurdest empfohlen. Es steht. Ja, würde mich freuen. Die Folge würde ich mir auf jeden Fall anhören. Sehr cool. Und zum Schluss, wie können die Leute denn jetzt gucken, wo deine Bilder sind, beziehungsweise wie können sie dir folgen, mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, am einfachsten aktuell ist wahrscheinlich sich auf Instagram, Trailblog. Und ja, du hast vorhin im Vorgespräch ja schon den Finger in die Wunde gelegt. Irgendwann wird es das Trailblog auch nochmal hoffentlich wieder online geben auf trailblog.de und da findet man dann auch einen Link, wie man mich kontaktieren kann. Ja, Super, aber werde ich. kommt wieder, bestimmt. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall alles verlinken, also dein Instagram-Profil und auch den Trailblog natürlich. Und ja, vielen Dank, Hendrik, für die vielen Insights, die du gebracht hast, auch von Fridolin. Ich bin gespannt, was er noch für Touren macht und werde natürlich dann auch ab und zu mal nachfragen, wie es denn so ist, wie du dich weiterentwickelt hast oder auch nicht. Wobei. Ja, vielleicht bleibe ich Und auch irgendwann mal stehen und die Prioritäten verschieben sich nicht mehr. Aber irgendwie so, wenn ich so die letzten Jahre zurückschaue, ändert sich doch immer irgendwie was, was man vielleicht nicht so auf dem Plan hatte. Und das ist auch gut so. Das macht spannend.
Ja, es ist halt auch spannend, so von den Antworten, beziehungsweise halt, wie man jetzt an eine Sache rangeht, wie das in einem Jahr oder in 2 Jahren dann ist. Also das ist ja ein Du hast es jetzt ja Prozess. konzentriert, dann schauen wir mal in 3 Jahren, was sich davon bewahrheitet hat. Da muss man dann die Rest, also die Hälfte der Sachen rauspiepen oder sowas. Hoffentlich nicht. Also wunderbar, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Grüße an deine Frau Mach und ich. Danke bis und bald, Mann. bis bald am Berg. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.